Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Update hier aus meinem Fasslager. Das Licht spielt immer noch ein bisschen verrückt, lasst euch nicht stören, denn wir füllen heute den ersten komplett bei mir gereiften Single Malt Whisky ab. Außerdem geben wir einem Isla Whisky und einem Space Cider ein neues Zuhause. Zuallererst widmen wir uns dem Fässchen mit der Nummer 6. Das ist ein ehemaliges Bordeaux-Rotweinfass, in dem jetzt seit knapp einem halben Jahr mein erster Single Malt Whisky finished. Zuvor lag der knapp 3 Jahre in Bourbonfässern und destilliert wurde er in der Sauerländer Edelbrennerei. Abfüllen tun wir wie immer nicht hier unten, sondern dafür geht's ab hoch an die Bar. Als nächstes bekommen ein Isla Whisky von einer aktuell sehr, sehr gehypten Isla Brennerei und ein Glenort. Ich sagte eingangs Speyside, es ist allerdings doch ein Highlander. Also ein Glenort Single Malt Whisky, ein neues Zuhause. Dafür nehme ich einmal ein ehemaliges Rioja Weinfass. Da darf der Highlander, der Glenort Whisky von 2008, nochmal ordentlich fruchtige Noten schnuppern. Und andererseits ein Oloroso Sherry Fass, um ein ganz klassisches, schönes, rauchiges Sherry Bouquet hinzubekommen. Fürs Entleeren der Fässer bin ich hier oben an die Bar umgezogen und jetzt muss erstmal der Oloroso Sherry und der Rioja Rotwein raus aus dem Fass. Sherry und Rotwein sind aus den Fässern raus und jetzt kommt Whisky hinein. In das Rioja Rotweinfass kommt nun ein Glenort mit sagen und schreiben 15 Jahren in einem Bourbonfass gelegen. In einem wahrscheinlich viert oder fünft belegten Bourbonfass, weil, seien wir ganz ehrlich, ne, die Farbe, da ist noch nicht so viel da. Aber da wird jetzt nochmal eine ordentlich fruchtige Note vom Rioja hinzugegeben. So, der Glenort hat ein neues Zuhause. Jetzt finden wir noch eins für einen Isla Whisky. Dafür haben wir das Fass hier entleert und hauen da ordentlich Kanisterware rein. Hier kam nämlich der Kanister direkt aus Schottland mit knapp 5 Jahre altem Single Malt Whisky. Der lag zunächst in Bourbonfässern und bekommt jetzt ein Finish in einem Oloroso Sherry Fass. Die beiden Fässer sind neu befüllt und dürfen jetzt mindestens mal 4 bis 6 Monate wieder ins Fasslager und dort ordentlich Geschmack an die jeweiligen Single Malt Whiskys abgeben. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen was von dem Isla Whisky übrig. Das kommt in ein gerade vorbereitetes Sauvignon Blanc Fass. Schauen wir mal, was das so gibt, aber dazu in einer der späteren Folgen mehr. Das war's schon wieder mit einem klitzekleinen Update hier aus meinem Fasslager. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Wenn dies der Fall ist, dann könnt ihr übrigens da meinen Kanal abonnieren und da geht's, hier irgendwo, geht's zum letzten Update aus dem Fasslager. Und wenn euch interessiert, was hier sonst noch so liegt, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Ich würde sagen, Slange, bis zum nächsten Mal.